Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's, euer Wakayashi, und das sind die Global Lab Patch Notes vom 21. Juli 2023 in Black Desert Online. Bevor wir zu den Global Lab Patch Notes kommen, ein kleiner Appell an eure Herzen, Leute. Ihr seht schon den Code da unten, ich mal wieder. Ne? Also wenn ihr im Video dabei sein solltet, irgendwas zu cachen, und zwar entweder Pakete, Bündel oder A-Coins, müsst ihr nicht machen. Aber falls ihr doch cachen solltet, wäre es ultra schmackofatzo, wenn ihr hier einfach mal den Code WAKKER angeben würdet. Das würde mich supporten, gibt einen Obolus für mich und das würde mich sehr freuen. Kuss an die Herzen, die es machen. Also, let's go. Gehen wir in die Global Lab Patch Notes. Was haben wir? Also, es gibt ein paar sehr interessante Informationen und ich finde, BDO PA is on fire nach wie vor. Zuallererst hatten sie ja im Heidelball schon angekündigt, sie wollen die Pet Levels removen. Damit meine ich nicht die Ränge, sondern die Levels 1 bis 10. Das haben sie ja schon im Spiel removed, nur es wird immer noch angezeigt. Ja, also das heißt, die werden halt jetzt mit dem nächsten Patch oder übernächsten Patch komplett entfernt und ihr habt Pets, die direkt einen Skill lernen. Ne? Die lernen ja eigentlich bei Level 10 einen Skill. Dann haben sie direkt die höchste Loot-Geschwindigkeit, ohne das Level 10 zu erreichen. Also ihr packt sie aus, gibt ihnen einen Namen. Und die sind sofort Max-Level, ne? Also, 2,25 Sekunden ist das schnellste, was ein Pet looten kann. Ne? Also, wenn sie auf Level 10 sind, Stand jetzt, ja, das wird halt geändert. Das Level wird entfernt und die können direkt 2,25 Sekunden, alle 2,25 Sekunden einen Loot aufheben, wenn sie Rang 4 sind. Wenn ihr dann natürlich noch ein Rang 5 Pet habt, so mit dieser Krone hier, boostet dieses Pet alle Pets um 15% und damit kommst du sogar auf 1,87 Sekunden. Schaue hier, 2,37. Bei Gelb 2,12 und bei Rot 1,87. 187! Gut, also, Wild Horses, Leute. Kennt ihr das Gefühl, Leute? Ihr wollt einfach mal eure Daily machen, wo ihr euer Königsfahnenkraut sammelt. Ja, geht einfach links von Heidel, nachdem ihr die Quest bei Leana abgeholt habt und sucht einfach nach Pferden. Und ihr kommt euch vor wie John Travolta bei Pulp Fiction. Wo sind meine Pferde? Das Ganze wird jetzt verbessert, und zwar, das Ganze hatte eine Cooldown bis jetzt von 2 bis 3 Stunden auf wilde Pferde. Das Ganze nach diesem Update, wann immer das auch kommen mag, wahrscheinlich in einer oder zwei Wochen, Cooldown von 30 bis 60 Minuten. Richtig nice, also auf jeden Fall ein schöner Boost für die T10 Pferde Contents, also geil. Keplan, Ariasa, Old Moon, Furniture, Workshop, das juckt mal wieder nicht. Das sind halt irgendwelche Housing-Items, die ihr jetzt neu bauen könnt. Wir gehen direkt zu den interessanten Sachen. Also hier, das ist sehr interessant, Leute. Und zwar, die Preise von vielen Items werden jetzt erhöht. Ja, und zwar nur erhöht. Nicht vermindert, sondern erhöht. Also, sämtliche Erze, sämtliche Kristalle, sämtliche Erz-Items werden erhöht. So auch zum Beispiel Platinum, reine Platinum-Kristalle oder irgendwelche anderen Kristalle, irgendwelche Barren, Eisenbarren, irgendwelche Opale. Ja, also das ganze Thema rund um T10 wird auf jeden Fall zugänglicher über diese Methode mit den Opalen, mit den Platinum-Shards, mit den Pure Platinum Crystals hier, die werden erhöht von 1,47 Millionen auf 2,7 Millionen. Es wird halt natürlich teurer über diese Methode, aber es wird zugänglicher. Vielleicht kann man jetzt die Dinge auf jeden Fall eher kaufen. Das Ganze gilt nicht nur für Erze und Kristalle und Erz-Items, sondern auch für komplettes Holzzeug, ja? Also Holzscheite, Pinewood, Birchlock, Firtree, Zedernholz, alles Holz. Alles Holz wird erhöht. Das Ganze gilt aber auch für die Früchte und Essenzen, ja, so auch zum Beispiel Fruit of Enchantment, hier, was du ebenfalls für T10 brauchst, von 276.000 auf 350.000 zum Beispiel, ja, Fruit of the Deep Sea, das wird alles erhöht, Leute, die Preise gehen einfach hoch, ne, gemäß der Inflation. Das Ganze gilt auch für Spuren, Haut, Blut und Korallen, ne, das heißt auch hier, seht ihr, das Ganze geht steil. Das Ganze gilt auch für Elixiere und Parfüme, so auch zum Beispiel Griffin-Elixiere in Party von 429.000 auf 560.000. Sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, diesen Lifeskill nachzugehen, um meine scheiß Griffins zu finanzieren. Ich bezweifle stark, dass die Griffins jetzt im Markt liegen werden, aber ich kann es nur hoffen. Also, bleibt abzuwarten, aber es ist eine sehr gute Änderung, in welche Richtung das sich entwickelt. Und das Ganze gilt auch für Cooking-Items and Processing-Materials-Items, Hunting-By-Products. Dazu gehören halt auch einfach sämtliche Arten von Fleisch, Löwenfleisch, Fuchsfleisch, Lion Meat, Snake Meal, Meat, Fox Meat, Sheep Meat, Schafsfleisch, alles, ne? Das steigt halt von 29.300 auf 40.000 im Falle von Löwenfleisch, bei Schafsfleisch von 13.400 auf 20.000,
interessante Änderung auf jeden Fall. Und jetzt ganz schon mal ein kleiner Teaser, Buff für Elvia Zerendia Spots. Und zwar steigen die Glas-Items von 2 Milliarden auf Max-Preis 5 Milliarden. Wie ihr vielleicht hier sehen könnt, seht ihr, dass gerade das Cup für Ohrring geprüft ist. 806 Mal. Delusional, Digga. Delusional. Das Ding gibt nur 3 AP mehr. Egal. Viel Spaß. Have fun. Das kostet dann 10 Milliarden, wenn ihr es zweimal holen wollt. Für 6 All-AP. Finde ich persönlich absolut immer noch unnötig, aber whatever. Ja, das wird also dadurch auch einen Buff mit sich bringen in Zerendia Elvia, aber dazu gleich noch mehr, ne? Das ist jetzt nur ein kleiner Spoiler gewesen. Dekias Lantern Improvements, das Ding wurde noch nicht mal released und sie verbessern es jetzt schon direkt auf dem Global Lab. Also bis jetzt gab es ja Dekias Laterne in Ash Forest und Oluns, nur für die Leute, die nicht wissen, was das ist ein Item, was demnächst bei uns eingeführt wird, und zwar verstärkt es die bestehenden Spots, so ähnlich wie Elvia Prinzip, ja, das alte Ork Camp versus das neue Elvia Ork Camp, ja, nur noch halt interessanter. Ash Forest wird dadurch stärker, dadurch hat man die Chance, dass man da Debos bis die droppen kann und vielleicht auch noch anderen Loot, den man eher droppen kann. Das gleiche bei Oluns, ne, da kannst du dann Ohrringe droppen, Debo-Ohrringe bis die, und das sind halt super High-End-Spots, ne, mit 700 plus Gearscore. Und das Ganze wird jetzt nochmal, zusätzlich ergänzt durch Tunkuta und Dornwald Forest, das wurde bereits schon angekündigt. Und das seht ihr hier, was da passiert. Tunkuta bleibt ein Spot für 2 Leute. Das ganze System ändert sich so, dass es ein Tower Defense Prinzip haben wird. Du tötest einen Turo. Der Turo ruft seine Brees, Ali, Murat und Hakan. Und die versuchen euch zu verkloppen. Ne, die kommen zu euch. Ihr müsst nicht zu denen gehen scheinbar. Und dann könnt ihr einfach dort stehen bleiben und den die ganze Zeit einfach komplett verprügeln. So, und ihr könnt hier halt auch noch unter anderem droppen einen Belt. Ein Turo-Belt bis du, ne? Also bis die. Dornwald wird ebenfalls verbessert, aber hier steht nicht, was wir dadurch eher droppen. Vielleicht ein Ominous-Ring auf du. Auf jeden Fall, ja, ist es so, dass du die Monster tötest. Du bekommst dadurch eine Energie, die dich verfolgt. Und diese Energie lässt die ganzen Monster da irgendwie verrückt werden. Also auch auf jeden Fall 700-Plus-Spot. Wie dem auch sei, kommen wir weiter zu den nächsten Themen. Und zwar Kamazilf-Grindspots werden hier etwas verbessert. Der Loot wird dadurch verbessert. Und zwar bei Miromog, Upper Giffen und Underground Giffen bekommen wir jetzt Rumbling Earth Shards, die man braucht unter anderem für Krokdalos Herkunftsstein. Und die Drop-Chance von Krokdalos Herkunftsstein wurde hier verdoppelt. Das heißt, du hast jetzt hier doppelte Chance auf Krokdalos Herkunftsstein, wenn du Underground Giffen grindest. Außerdem wurden die Spuren in Underground Giffen auch verändert. Von 1 zu 2 bekommst du hier 2 bis 4. Das ist noch nicht alles. Ich hatte eben von Spoiler geredet. Also hier Elvia Grindspot Improvements. Nicht nur für Kalphion, sondern auch für Zerendia. Zuallererst auf den Kalphion Elvia Spots. Wenn man dort den Boss bekommt und den Boss tötet, ne, wie zum Beispiel den Gigagord, den Ogre oder den Zyklopen, die hatten eine Chance, einen Disto zu droppen. Diese Chance wird auf 3 Spots verbessert, und zwar erhöht. Auf den Riesenspot, auf den Rutum-Spot und auf den Saunil-Spots, und zwar um 85%. Und beispielsweise hattest du vorher eine Chance von 25%, dass du einen Disto droppst, hast du jetzt um 85% erhöhte Chance, also fast 50%, also fast jeder zweite Boss sollte dort ein Disto abwerfen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Außerdem werden die Chancen für Black Magic Crystals auf allen 3 Spots erhöht, ne? Bei Giants um 58%, bei Rutum um 87% und bei Saunil um 25%. Außerdem wird zusätzlich noch verbessert das Trash Loot, und zwar der Trash Loot auf Giants bei manchen der Mobs, und zwar bei den Craving Giant Mobs, wird Trash Loot erhöht von 3 zu 4 auf 4 zu 6. Trash Loot bei Rutum werden erhöht von 1 zu 2 zu 1 zu 3, bei Saunil von 4 zu 8 zu 6 zu 10 bei den Commander und bei den normalen Monstern von 1 zu 2 zu 1 zu 3. Die Black Magic Crystals haben auch nochmal unterschiedliche erhöhte Drop-Chancen bei bestimmten Monstern dort, aber insgesamt könnt ihr euch aber merken, mehr Black Magic Crystals, ja, geil. So, und was wird auf den Elvia Zerendia Spots angepasst? Hier auf allen 5 Spots, Fogans, Nagas, Alter Imp, Castle Ruins und Biragi, nicht Blutkloster und auch nicht Orklager, ja. Zuallererst wird der Spot insgeheim gebufft, weil die Fragmente einer blindwütigen Nacht und so jetzt natürlich auch im Preis steigen, weil wenn du die Glas-Items für 5 Milliarden jetzt bald verkaufen kannst und nicht mehr 2 Milliarden, steigt natürlich auch der ganze Loot da, ne? So, aber du hast auch hier Black Magic Crystals werden erhöht um 25%, du hast hier mehr Chancen auf Spuren um 30% und dafür werden aber die Black Stones reduziert um 30%, also weniger Black Stones, Weapon und Armor
Finde ich ein bisschen komisch, aber whatever. So, dann Valencia Part 2 und Stars and Quest Improvements. Valencia Part 2 ist jetzt noch Main Quest Reihe in BDO, wird komplett entfernt, wird stattdessen eine vorgeschlagene Quest. Das heißt, Valencia Part 2 könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen, aber Digga, scheiß einfach drauf. Starsend, da gibt es ein paar Monster-Anpassungen, dass es ein bisschen besser läuft. Dann das Thema Dragon Palace Event. Dazu gibt es ja schon einige Ankündigungen. Ein Dragon Palace Event ist das diesjährige Termion Beach Event, auch wenn wir jetzt schon Termion Beach Event bekommen haben. Das ist kein Event, das ist halt nur mal so ein Filler. Am 2. August wird es bei uns sehr wahrscheinlich releasen und da werden halt sehr viele geile Events auf uns zukommen. Ihr seht hier, das ist so eine Unterwasser-Umgebung im neuen Gebiet Land of the Morning Light. Sieht sehr schön aus, sehr bunt mit vielen verschiedenen Korallen. Da werden wahrscheinlich so Events kommen, wo ihr täglich, wöchentlich irgendwelche Sachen machen müsst, um Münzen zu sammeln und die könnt ihr dann am Ende des Events gegen Sachen eintauschen, wie zum Beispiel ein Free Bikini oder sowas. So war das zumindest bisher. Wenn ihr bei NPCs irgendwelche Items eintauschen wollt, konntet ihr vorher nicht sehen, wie viele ihr im Inventar hattet. Ihr konntet nur sehen, wie viele ihr braucht, um was zu bekommen. Jetzt wird auch noch hier angezeigt, wie viele wir im Inventar haben. Geil. Und jetzt eine meiner Lieblings-Highlights hier, eine meiner Lieblingsänderungen, Quality of Life Changes. So, du willst in BDO zum Beispiel einen NPC suchen. Was machst du? Du gehst hier, suchst auf der Lupe den NPC, klickst auf den NPC rauf und der führt dich dahin. Du suchst jetzt irgendwelche Items. Du weißt, auf irgendwelchen Charakteren lagen diese Items, aber du weißt nicht mehr welcher. Du denkst, okay, du musst auch auf die Lupe gehen. Falsch. Du musst entweder auf Escape, Funktion, meine Gegenstände suchen gehen oder du gehst auf eine Karte, gehst auf eine grüne Stadt und nimmst hier die Lupe. Ne, beides ist eine Lupe, Digga, aber du musst halt unterschiedlich klicken, das nervt halt extrem und hier kannst du das halt so finden. Und dann anderer Aspekt, du willst zum Beispiel wissen, was droppt es jetzt zum Beispiel eigentlich in Ash Forest, dann gehst du rauf und dann siehst du hier das hier. Diese drei Funktionen werden alle kombiniert und werden als Shortcut hier oben rechts angeheftet. Das finde ich übertrieben nice. Du kannst dann hier irgendwie so raufklicken und dann die Kategorie auswählen. Wirkt auf mich so, als wäre das hier irgendwie oben rechts dann. Hoffentlich ist es oben rechts, dass man das halt auf einen Klick immer direkt erwischt. Sehr schöne Änderung, meiner Meinung nach. Gut, und dann gibt es noch ja so zwei Punkte, die eigentlich so whatever sind. Deboreka Necklaces ändern ihr Aussehen. So sieht das jetzt aus, ne? Und da ist kein... ja, HP-Cup drauf, sondern die sehen einfach so ein bisschen jetzt neu, so glänzend aus, ne, ein bisschen funkeln. Und Gamoffs HP, ne, der World Boss Gamoff, wenn er spawnt, ist seine maximale HP abhängig davon, wie viele Spieler gerade zu dem Zeitpunkt dort sind. Sind wenig Spieler da, hat Gamoff dementsprechend weniger HP. Sind viele Spieler da, hat er halt dementsprechend mehr HP. Gut, das waren die Global Lab Patch Notes, Leute, vom 21. Juli 2023. Was haltet ihr davon? Nutzt gerne die Kommentarfunktion dafür aus. Nutzt gerne auch die Kommentarfunktion aus für Hashtag Käse, für den Algo-Push. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Follow freuen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/wakayashi. Geht's weiter.